Ich schätze auch zu. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. Oh, da spricht jemand. We didn't choose this. Okay. Können wir einen Aufzug rufen? Oh. Durch. Was ist das? Durchgang. Ein dunkler Durchgang. Wir gehen trotzdem rein. Oh man, die Geräusche sind so scheiße. Was? Proclaim the Gospel. Gehen wir mal nach unten. Oh Mann, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gar keine gute Idee ist. Gott sei Dank zu. Ja, hauen wir nochmal drauf. Ja? Nichts. Ah, da gibt's auch noch einen. Da ist ein Durchgang. Ah, jetzt sind wir drin. Mach mal die neue Batterie rein. Da war das Schlimmste. Hey, Dude. Okay, der macht nichts. Was geht hier? Jetzt sind wohl. Oh, das sind auch nicht gesund aus Patienten. Wow. Was erwartet mich hier? Da hat sich alles Leben genommen, oder? Oder ist das nicht die Karte? So schnell wie möglich raus hier. Weird. Weird. Ah! Fuck! Oh. Gott, ach Gott. Weg, 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 weg. Ich krieg ein Herzkasper. Ah, okay. Okay. Dann schauen wir mal. Was sagt das Sicherheitslog? Oh. Okay. Oh, yeah.
Verstecke dich im Schrank, versuche nicht zu kämpfen. Oh Gott. Das kenne ich doch von Deadly Premonition. Oh. Machen wir uns mal auf den Weg. Ich hasse es. Oh nein. Ach nö. Jetzt schon total scheiße find. Schau mal rein, was die Dokumente sagen. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung im Gebäude 13 Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vor ihrer Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, all ihr zur Verfügung stehende Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun auch in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr das nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entnehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Gut. Wir wissen ja, eigentlich kann man unter Hypnose zu nichts gezwungen werden. Okay. Oh. Who's there? Halt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das? Schaltet die beiden Gasgaspumpen ein. Oh no. Nein. Oh. Wo schalte ich die ein? Mann.
Ah, ha. Und? Muss ich mal nachschauen. Steuerung. Benutzen. Ja. Mach ich das schon richtig. Okay. Gibt's nichts, was ich drücken könnte. Und ich verbrauche meine Batterien immer weiter runter. Geht's vielleicht da raus? Jawohl, da geht's raus. Da ist ein Generator. Da. Push the Button. Was? Fuck. Abhocken. Batterien sind auch gleich leer. Ich habe auch keine weiteren mehr. Einfach hier. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh.